Bundesaußenministerin Baerbock ist gestern auf der ersten Station ihrer Reise in die Golfregion in Saudi-Arabien eingetroffen. Durchaus ein diplomatischer Drahtseilakt für Baerbock. Nach einem Treffen mit Außenminister Prinz Faisal bin Farhan sprach sie sich für engere Wirtschaftsbeziehungen aus, vor allem in den Bereichen grüner Wasserstoff und Windenergie. Zugleich betonte sie die Bedeutung von Menschenrechten. Bei den Gesprächen soll es auch um die Krisen im Sudan und im Jemen gehen. Heute Mittag will die Ministerin dann weiter nach Katar reisen. Es ist ihr Antrittsbesuch in Saudi-Arabien. Annalena Baerbock auf unbekanntem Terrain. Sie wird wärmstens empfangen. Wie als ob man ihr sagen wollte, sehen Sie, bei uns hat sich viel geändert. Auch wie Männer Frauen begegnen. Hände schütteln als Beleg für kleine Veränderungen. Auf dem Weg in die Stadt. Bilder des Machthabers Kronprinz Mohammed bin Salman, berüchtigt für Menschenrechtsverletzungen. Zugleich aber steht er auch für Reformen. Dafür hat die deutsche Außenministerin später sogar ein bisschen Lob. Hier vor Ort in Jeddah sieht man die vorsichtigen Schritte der Öffnung, die es in den letzten Jahren gab. Das verdient Anerkennung, gerade auch mit Blick auf innere Widerstände. Doch zurück zum Termin bei ihrem saudischen Amtskollegen Faisal bin Farhan. Sie spricht mit ihm über die Konflikte in der Region, die Lage im Sudan, wo Saudi-Arabien sich mit Hilfslieferungen und dem Einsatz für Verhandlungen ein positives Image erwerben will. Die Lage im Jemen, wo Saudi-Arabien sich von einer Kriegspartei zum Friedenswilligen bewegt unter Vermittlung Chinas. Baerbock lernt einen selbstbewussten Akteur kennen, der sich seiner wichtigen und mächtigen Rolle in der Region bewusst ist. Eine Rolle, die sie an ihr eigenes Land erinnert. Das Land hat damit ein bisschen auch so eine Rolle, wie wir vielleicht als Deutsche sowohl in unserer Region als auch weltweit. Ob im Jemen-Konflikt, in den Beziehungen zu Iran oder zu Syrien, saudische Positionen haben für die ganze Region besondere Bedeutung. Bei der kurzen Pressekonferenz nach dem Treffen tritt sie allein auf. In Saudi-Arabien durchaus üblich. Ein Thema treibt sie besonders um, dass Syrien wieder in die Arabische Liga aufgenommen werden soll, ohne Vorbedingungen. Das habe sie kritisiert. Für uns ist essentiell, es kann keine einfache Normalisierung geben. Wenn ich mich in die Haut der Nachbarn versetze, kann ich verstehen, dass Sie sagen, es kann aber auch nicht so weitergehen, dass wir alle sagen, die Lage ist unerträglich und dann passiert weiter nichts. Aber für uns ist essentiell, dass eben der Schritt-für-Schritt-Ansatz der Vereinten Nationen weiter verfolgt wird. Das scheint die Strategie Ihres Besuchs zu sein. Kritik äußern, dann loben. Die eigenen Überzeugungen nicht aus dem Blick verlieren und trotzdem Türen offen lassen für eine intensivere Zusammenarbeit in der Zukunft. Schließlich hat auch Deutschland Interessen. Ein Beitrag von Claudia Buckenmeier war das, die mir jetzt aus Jeddah zugeschaltet ist. Claudia, Sie haben die Interessen Deutschlands gerade zum Ende des Beitrags angesprochen. Wie sehen die denn konkret aus? Naja, man will auf jeden Fall eine intensivere wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und Annalena Baerbock hat hier vermehrt von Klimapartnerschaften gesprochen. Da geht es vor allem um das Profitieren auch von grünem Wasserstoff und Windenergie, auch Solarenergie. Deutschland hat natürlich ein Interesse, von der Abhängigkeit von Öl und Gas wegzukommen und sich die erneuerbaren Energien, die Schätze, die es hier gibt, eben zu erschließen. Das Ganze hat aber natürlich auch einen Klimaschutzaspekt, weil wenn Saudi-Arabien von seinem Fokus auf Öl und Gas ein Stück weit wegkommt und auf erneuerbare Energien stärker setzen würde, dann wäre das eben auch positiv für den Klimaschutz. Man muss sehen, es wird ja die Klimakonferenz hier in der Region am Golf geben im November in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und auch da hat Deutschland ein großes Interesse daran, dass sich da etwas bewegt. Bei dem Besuch Baerbock stehen gleich zwei gewaltsame Konflikte im Fokus. Schauen wir zunächst mal auf den Machtkampf im Sudan, bei dem ja Saudi-Arabien eine Vermittlerrolle einnimmt. Was wurde da bislang besprochen?
Na, da hat die Außenministerin vor allem erst einmal die Rolle Saudi-Arabiens bei der Evakuierung gelobt. Sie hat Jeddah als sicheren Hafen bezeichnet für viele Menschen aus der ganzen Welt. Das war sozusagen der erste Schritt. Und dann stand im Fokus der Gespräche vor allem den Zugang zu humanitärer Hilfe zu gewährleisten im Sudan. Man muss sehen, dass Deutschland ein großes Geberland für den Sudan ist. Und Saudi-Arabien will helfen, dass man diese humanitäre Hilfe in das Land bekommt. Als nächstes stehen dann natürlich auch Friedensbemühungen an, jetzt parallel, um die verfeindeten Generäle weiter im Gespräch zu halten. Allerdings hat Baerbock da auch eingeräumt, es sei wichtig, Menschen, die sich für den Frieden einsetzen, Staaten hier in der Region zu haben und das nicht nur aus der Ferne zu versuchen zu befördern. Und damit beschrieb sie eben die Rolle Saudi-Arabiens als sehr wichtig für diesen Friedensprozess. Thema ist außerdem der Krieg im Jemen, der jetzt schon fast 10 Jahre dauert und in dem Experten ja einen Stellvertreterkrieg zwischen Saudi-Arabien und dem Iran sehen. Da will Baerbock für eine Friedenslösung werben. Wie soll die denn aussehen? Sie ist jetzt im Moment in Gesprächen, zuerst mit dem UN-Koordinator für den Jemen und dann im Anschluss mit dem jemenitischen Außenminister, der gerade auch hier in Jeddah weilt, den sie hier treffen kann. Sie begrüßt vor allem erst einmal, dass es wirklich zu Gesprächen zwischen Iran und Saudi-Arabien kommt. Durch eine Vermittlung von China initiiert. Das sei ein erster Schritt. Man müsse Gesprächskanäle offen halten, um Richtung Frieden zu kommen, trotz aller Skepsis, die es gegenüber dem Iran vom Westen aus gibt, auch von Deutschland aus gibt. Aber auch da geht es im Jemen um humanitäre Hilfe und um den Zugang zu humanitärer Hilfe. Auch da ist Deutschland ein großes Geberland, der zweitgrößte Geberstaat für humanitäre Hilfe. Und man ist etwas besorgt darüber, dass immer mehr Frauen ausgeschlossen werden von Organisationen, dass sie sich nicht mehr alleine im Land bewegen können, in den unterschiedlichsten Regionen. Und das stellt wiederum Hilfe natürlich auf den Prüfstand. Man muss immer genau gucken, wie sind die Möglichkeiten da. Es ist Annalena Baerbock ja sehr wichtig, dass sie im Rahmen des Konzepts der feministischen Außenpolitik auch immer speziell Frauen unterstützt. Deswegen betrachtet man die bestimmte Entwicklungen im Jemen momentan mit Sorge und hofft, dass Saudi-Arabien da einen positiven Einfluss haben kann. Vor allem, weil es dieses Mal wohl, so wird vermutet, wirklich ein Interesse hat, diesen Krieg zu beenden, weil er eben auch dem eigenen Land schadet, auch bei seiner wirtschaftlichen Entwicklung. Saudi-Arabien steht ja auch wegen Menschenrechtsverletzungen international in der Kritik. Welchen Stellenwert haben denn Menschenrechtsfragen bei dem Besuch? Sie hat es immer wieder angesprochen, das wissen wir von ihr vor allem, weil die Pressekonferenz, die im Anschluss an das Gespräch mit dem saudischen Außenminister stattgefunden hat, die hat sie alleine bestritten, das ist durchaus üblich in Saudi-Arabien. Aber sie hat es immer wieder angesprochen, hat gesagt, verbesserte Wirtschaftsbeziehungen, Klimapartnerschaften können wir nur haben, wenn wir gemeinsame Regeln haben. Sie beschreibt die Situation so, dass ihre Argumente gehört werden. Was sie dann letztendlich ändern, das muss man abwarten. Das wird sicherlich die Zukunft zeigen. Der Prozess hier ist sehr schnell. Sie hat aber vor allem versucht, es mit relativ leisen Tönen immer wieder anzusprechen. Sie hat Kritik geäußert, dann hat sie Saudi-Arabien für erste Reformprozesse gelobt und hat versucht, immer diesen Zweiklang zu spielen hier. Das erschien mir relativ geschickt, sehr diplomatisch und nicht so die lauten Töne, die man bei manchen Besuchen von ihr durchaus kennt. Am Nachmittag reist Baerbock dann weiter nach Katar. Was steht da noch konkret an? Also da wird es zuerst einmal um ein Gespräch mit Vertretern der Internationalen Arbeitsorganisation gehen. Man will sich über die Arbeitsbedingungen von Migranten austauschen. Das hatte ja im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft für heftige Kritik gesorgt. Sie will sich da ein Bild machen, wie sich die Lage im Land entwickelt hat. Und es wird möglicherweise dann auch noch um den Friedensprozess in Afghanistan gehen. Da hatte Katar ja auch eine wichtige Rolle gespielt nach dem Abzug der amerikanischen und internationalen Truppen aus Afghanistan. Dankeschön, Claudia Buckenmeier, für diese Einschätzungen aus Jeddah in Saudi-Arabien.